Salut Pissommer, heute im Rundum stellen wir unsere Frage vor, Daniel Löffel, ehemaliger Minister und Präsident vom Generalrat vom Unaland. Aber zuerst gehen wir auf Colmar. Der Architekt Marik von Colmar ist seit 10 Jahren jetzt ein richtiger Anziehungspunkt für Touristen und für die Colmarer. Und die Halle entdecken wir jetzt. Im Eck steht die Brunnenskulptur von Auguste Bartholdi hergestellt. Der Bau aus Rode Bock und Sonnstein empfängt 20 Geschäftsleute, Gemüsehändler, Bäcker, Metzger, alles für die Kunden zu befriedigen. Die Schaufel müssen wir immer decken. Wir müssen ein Blatt drauf machen. Also, wenn er anfängt, wenn er ansetzt, müssen wir ein Blatt drauf machen. Aus der Weißblatt weiter so. Sonst wird er geil. Für den Präsidenten von der Holzefinger muss man aus ins Wald am Rand von Colmar. Dann siehst du, dass der Pascal Sala sein Gemüse produziert. Brokkoli weiß ich noch, wo wir den ersten Brokkoli-Mehlsauce gemacht haben. Bin ich in der 10, 15 Jahre alt. 10 Jahre alt. Der erste Brokkoli-Mehlsauce. Und wo ist er gekommen? Das haben sie in Italien haben sie viel gepflanzt. Immer noch, ne, im Winter. Dazu werden jede Woche 6000 Kipfsalat angesetzt. Der Großteil von der Produktion kommt in die Marikol von Colmar, wo der Pascal Sala und seine Angestellten vom Dienstag bis am Sonntag Gemüse verkaufen. Von Jahr zu Jahr hat auch miterlebt, wie sich der Nachfrage entwickelt hat. Wenn immer mehr Produktion lokal, wenn man sagt, sie wollen mir, wenn ich schreibe Tomaten oder Salat von Colmar, sind die Leute zufrieden und es läuft viel besser. Für uns ist es exakt, dass wir nicht weit fahren. Das erstens. Zweitens, wir müssen den Stand nicht jeden Tag montieren. Der Stand bleibt am Platz. Aber das ist normal. Morgen natürlich müssen wir frisch machen, schön machen. Die Ware noch scheuen. Aber es ist doch interessant für uns, in Colmar direkt zu verkaufen. Zweimal im Tag bringt Pascal seine frische Ware in der Markthalle. Bonjour. Zwischen Wald und Stadt sind es kaum 3 Kilometer. Die Halle dient seit 9 Jahren jetzt wieder als Morik. In 1885 eingeweiht, ist sie aber lang als Parkplatz benutzt worden. Komm, wir schieben eine Schaufel. Zwei. Voilà. So. Salut Michel. Salut. Die Halle ist ja nach 1885 gebaut worden. Und danach für die Hauptzahlung für die Mieshändler oder die Bauern, die ihre Produktionen hier verkaufen können. Und dann mit der Zeit hat es abgenommen, die Geschäfte haben aufgenommen. Und dann war es noch am Donnerstag am Morgen Marie gewesen. Und der Rest der Woche war der Parkplatz. Und letztes Jahr, 9 Jahre, ist es wieder eine richtige Marie-Halle geworden. Der Morik steht auf dem Weg zwischen dem Zentrum von Colmar und Lan Venedig. Salut, ça va? Alle Touristen kommen dort durchgelaufen. Geht? Die Einwohner haben aber auch den Weg zum Marik gefunden, überhaupt am Sonntagmorgen. Praktisch jeder Tag. Einmal der Metzger, einmal das Obst, einmal das Gemüse. Ja. Warum das? Wir sind vom Quartier, das ist praktisch. Und die Preise sind korrekt. 10%, 15% Umsatz mehr von Jahr zu Jahr. Für manche Geschäftsleute wie der Yves Bischof, der das Restaurant für 3 Jahre übernommen hat, hat es sich gelohnt, dort zu investieren. Ah, prima. Immer mehr Leute, immer mehr. Colmar ist attraktiv, immer mehr Touristen und die Colmarer kommen neu. Immer mehr. Und jetzt sind es immer mehr Leute hier. Toll hat sich aufs Wasser geöffnet, da wo Ende 19. Jahrhundert Bauern von Colmar ihr Gemüse in Toll geliefert haben. Meine Großmutter hat noch das Gemüse in dieser Halle verkauft. Ja. Sie ist hier, von draußen, vom unserem Marischen Viertel, sind sie hier, haben sie das Schiff geladen. Und mein Großvater sind sie hier gekommen und haben das Gemüse in der Halle verkauft. Ja. Das nächste Jahr feiert auch Colmar am Morik seinen 10. Geburtstag. Eine gelungene Verwandlung von einem ehemaligen Parkplatz in einem lavendischen Treffpunkt. So, und jetzt, wie versprochen, frach oder frech mit dem Daniel Löffel. Daniel Löffel, wir sind lange in Hänsche.
Hanschuheim gewohnt hat und wie sich heute noch in Hänschen wohlfühlt. Bist du frach oder frech? Wir sind frach. Elsass oder Grand Est? Ich meine, ich bin klar geworden. Ich bin Anhänger vom Elsass. Und wir wollen mich auch mit meinen Kräften, wie wir bleiben, mich einsetzen, für den Kampf wiederzuführen. Fluchst du manchmal? Ich fluch nicht gern, aber manchmal ein kräftiges Wort für seine Ansicht zu verteidigen, kann nicht unnötig sein. Zum Beispiel? Herrschaft noch einmal, wir müssen drei bleiben. Gaul oder Ross? Bei uns ist es Ross. Ein Ross ist ein Ross. Krummbeere oder Achtäpfel? Bei uns sind die Achtäpfel noch alle wild geworden. Und wir sollen die Austritt nicht verlieren, weil es nobler ist, von Krummbeeren zu reden. Ich hang an unsere Achtäpfel. Das wär's für heute Abend. Aber gleich kommen die Nachrichten. Bis bald, salut, bis zusammen.